Servus miteinander. In diesem Video schauen wir uns die Entwicklung der Arbeitsteilung an. Der letzte Schritt ist hier die Arbeitszerlegung und davon schauen wir uns dann auch noch die Vor- und die Nachteile entsprechend an. Als erstes gab es die sogenannte hauswirtschaftliche Arbeitsteilung. Klassische Rollenverteilung wird man das heute oft bezeichnen. Der Mann geht jagen und arbeiten, die Frau entsprechend kümmert sich zu Hause um den Haushalt. Als zweiten Schritt haben wir die Berufsbildung. Das heißt, es macht nicht mehr jeder alles, sondern wir haben wirklich Berufe. Die Leute spezialisieren sich in einem Beruf. Es gibt also einen Arzt, es gibt einen Schmied, es gibt einen Friseur und so weiter. Als nächstes kam es dann zur Berufsspaltung, weil halt einfach das Wissen und die entsprechenden Möglichkeiten so groß geworden waren, dass man sich halt nicht mehr um alles kümmern konnte. Also, der Arzt konnte sich halt nicht mehr alles Wissen zu den Zähnen aneignen und gleichzeitig noch zum Thema Haut und so weiter. Dementsprechend Aufspaltung eines Berufes, zum Beispiel bei Arzt in Zahnarzt, Chirurg, Hautarzt und so weiter. Das Gleiche haben wir aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Es gibt am Gymnasium den Mathelehrer, es gibt den Wirtschaftslehrer und so weiter. Als weiteren Schritt der Arbeitsteilung gibt es dann in manchen Berufen halt die Arbeitszerlegung. Klassisches Beispiel ist hier die Fließbandarbeit. Das bedeutet, einer sägt das Holz, der nächste lackiert das Holz, der nächste bohrt in das Holz und so weiter. Also diese Schritte werden dann wirklich zerlegt und jeder macht so einen anderen sehr kleinen Ausschnitt. Und da wird aber ein, denke ich, wenn man sich da reinversetzt, auch sofort klar, das Ganze hat Vorteile, aber halt auch Nachteile und darauf schauen wir jetzt mal noch. Ein Riesenvorteil ist dadurch, dass jeder jetzt wirklich nur noch eine klitzekleine Aufgabe erledigt, dass er sich da drin halt wirklich perfektionieren kann. Er macht es also sehr, sehr gut und weil er so oft macht, dann irgendwann auch sehr, sehr schnell. Weil einerseits er immer besser wird und andererseits, das ist der nächste Vorteil, weil ich halt dann den Arbeitsplatz auf genau diese eine Tätigkeit entsprechend auslegen und anpassen kann. Vorteil könnte natürlich auch sein, wenn diese eine Aufgabe halt die absolute Traumaufgabe des Arbeiters ist, dann erledigt er nur noch seine Traumaufgabe und muss nicht eine andere Aufgabe erledigen, die er vielleicht nicht ganz so gern und vielleicht auch nicht ganz so gut macht. Also diese Spezialisierung hat natürlich zunächst mal auf dem Papier absolut Vorteile. Auch ist es so, dass ich natürlich, wenn ich nur eine kleine Tätigkeit entsprechend mache oder einen Ausschnitt einer größeren Aufgabe, dann ist natürlich, wenn ich jemand Neues an diese Arbeit entsprechend gewöhnen will, beziehungsweise ihn einarbeiten will, dauert das nicht so lang. Ich zeige ihm das ein paar Mal, er braucht dann ein bisschen, bis er es für sich perfektioniert hat, aber das geht natürlich sehr, sehr schnell. Für das Unternehmen hat es dann ja den Vorteil, dass man ja gar keine Mitarbeiter mit Ausbildung braucht, weil diesen einen kleinen Schritt, den zeigt man den Leuten und dann können die das. Und dementsprechend sind natürlich für Leute ohne Ausbildung auch geringere Löhne und Gehälter entsprechend zu zahlen. Wo Vorteile sind, sind häufig auch Nachteile und da kommen wir jetzt drauf. Nachteil ist natürlich, ich mache nur einen Ausschnitt einer Tätigkeit. Und das kann natürlich sehr einseitig werden und eine einseitige Belastung darstellen, gerade auch bei körperlicher Arbeit. Ich muss immer was von rechts nach vorne heben, ja, dann hebe ich den ganzen Tag was von rechts nach vorne und das, ja, führt im Endeffekt, könnte man sagen, zu körperlichen, ja, Verschleiß einfach. Außerdem ist es natürlich so, wenn ich nur was von rechts nach vorne heben kann, also jetzt vereinfacht gesagt, wenn ich das gelernt habe sozusagen, dann wird es natürlich für mich eng, wenn dieser Arbeitsplatz wegfällt und ich mich nach einer anderen Arbeit umschauen muss. Weil ich habe ja nur gelernt oder nur die ganze Zeit diese kleine Arbeit eben gemacht. Wenn ich jetzt nicht genau diesen Arbeitsplatz woanders finde, was natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht so groß dafür ist, dann habe ich da auf jeden Fall ein Riesenproblem einfach als Arbeitnehmer. Außerdem ist es, denke ich, klar und das denke ich, läuft bei euch vielleicht auch schon im Hinterkopf. Es ist halt stinklangweilig, wenn ich immer diese eine Tätigkeit mache. 8 Stunden am Tag, nacheinander weg, immer diese kleine Tätigkeit. Und das sind halt dann vielleicht nicht Tätigkeiten, die ja 4 Stunden dauern, bis die abgeschlossen ist und ich mache das dann zweimal, sondern diese Tätigkeit dauert halt vielleicht nur 60 oder 90 Sekunden und ich wiederhole das den ganzen Tag. Das ist natürlich stinklangweilig und das wird natürlich demotivieren den Mitarbeiter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird er vielleicht auch ein bisschen nachlässig, die Konzentration bleibt natürlich nicht so hoch und dadurch können dann auch wieder Fehler entsprechend entstehen. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Nachteile der Arbeitszerlegung heutzutage ja normalerweise ausgeglichen werden, beziehungsweise wie man diesen entgegnen kann, dann habe ich hier noch ein Video für euch.